Hallo und willkommen mal wieder auf meinem Channel und in meinem neuen YouTube-Vortrag. Und es geht jetzt um meine KI-Musik. Warum mache ich die überhaupt? Und wie funktioniert das? Warum wurde die so teilweise seltsam rezipiert? Und was ist die ganze Idee dahinter? Und darüber möchte ich reden. Darauf möchte ich mal eingehen. Und ja, diverse Irritationen könnte ich dann vielleicht einmal beheben. Wahrscheinlich nicht. Und weil die Leute hier so einfach ich so Videos kurz anklicken, 9 Sekunden anschauen und dann weitergehen und dann Daumen nach unten oder oben. Also ja, aber diejenigen, die meinen Channel abonniert haben und die das irgendwie interessiert, für die zumindest kann das dann mal klarer werden. Genau. Also gehen wir rein. Worum geht's hier überhaupt? Es geht um meinen YouTube Channel und ich mache dort ja im Grunde zwei Dinge. Das eine sind Vorträge, das sind eher so, ja, halb akademische Vorträge oder recht anspruchsvolle Vorträge, aber für ein etwas breiteres Publikum aufgemacht. Über entweder Philosophie oder Geschichte in der Regel geht es im Moment hin und wieder, habe ich auch welche über Literatur und Kunst gemacht. Und jetzt inzwischen verbringe ich meine Zeit mit irgendwie KI erzeugter Musik. Und aber nicht nur. Also das mit den Vorträgen wird auch weitergehen. Aber das ist so etwas, wo ich gerade dafür quasi brenne. So. Damit befasse ich mich jetzt gerade, weil das macht Spaß. Es ist eine neue Art, sich kreativ auszudrücken, aber es ist auch mehr dran als nur das. Also das hier ist mein YouTube-Channel, Feuerbringer Magazin und dass der ihr das Video anseht, seid ihr gerade auch darauf. Und da gibt es noch andere Inhalte, genau. Aufbau dieses Vortrags, also erst will ich darauf eingehen, warum mache ich das hier überhaupt? Dann, wie mache ich das? Wie funktioniert das eigentlich? Dann die etwas merkwürdige Rezeption von meinen Songs und dann meine exzentrische politische Position, wo stehe ich eigentlich politisch? Und da habe ich auch schon ganz komische Dinge darüber vernommen, allerlei Vermutungen. Also warum mache ich KI-Musik? Also einerseits ist es für Bildungszwecke, denn ich mache ja auch Vertonungen von alten Gedichten, von alten Liedern aus den vergangenen Jahrhunderten. Und die mache ich natürlich alle mit der Musik, die mir eben einfach gefällt, Punk und Metal, in verschiedenen Variationen. Und das höre ich mir selber gerne an. Ich höre das alles rauf und runter. Und ich denke, auf die Art und Weise könnte man aufmerksam werden auf diese Gedichte und Lieder, die ich eben interessant finde und wo ich dann auch den ganzen Kontext und den historischen Kontext interessant finde. Und auch die Kunst dahinter. Dann hätten wir natürlich mein Projekt, was ich jetzt einfach inklusiver Patriotismus genannt habe. Ja. Das ist natürlich ungefähr so angekommen, wie ich mir das gedacht habe. Also, ja, also die grundlegende Idee oder meine Wahrnehmung, und ich habe das schon mal erklärt in dem früheren Vortrag, das viele wahrscheinlich verpasst haben. Da geht es nämlich auch um Patriotismus und um aufgeklärten Patriotismus. Also meine grundlegende Auffassung ist, dass dieses Gefühl oder dieser Patriotismus eben angelegt ist in den Bevölkerung generell. Das ist etwas, was die Menschen so empfinden für das Land, in dem sie einfach leben und für die Gesellschaft, in der sie sich befinden. Es sei denn, sie tut ihnen ganz großes Unrecht, dann vielleicht nicht. Aber ich denke, es ist so eine Art von Grundhaltung. Irgendwie findet man es entweder gut oder man will es gut finden, das Land, in dem man nun mal einfach ist. Entweder zugereist oder geboren wurde, wie auch immer. Man will das irgendwie gut finden, man will vielleicht sogar mal was Konstruktives dazu beitragen. Und ich denke, das ist einfach so eine Art von Grundemotion, die man normalerweise irgendwie hat. Patriotismus, was auch gar keine so richtige überlegte Position unbedingt ist, sondern einfach nur, ja, Deutschland ist irgendwie ganz gut eher als ganz schlecht. Wäre auch ganz nett so, weil ich ja hier nun mal lebe. So ungefähr. Und es gibt natürlich Leute auf der Rechten, die das für ihre Zwecke missbrauchen, aber Leute auf der Rechten missbrauchen halt absolut alles für ihre Zwecke. Und du kannst dann immer nur sagen, ja,
Ich gebe alles auf und die können alles haben, weil sie alles für ihre Zwecke missbrauchen, oder ich halte dagegen. Und ich finde, es ist ganz offensichtlich, dass man hier dagegen halten muss, weil du wirst diesen Patriotismus gar nicht loswerden, du wirst nicht die Identifikation der vieler Deutscher mit ihren Landesfarben, mit ihrer Flagge loswerden, alleine wenn die nächste WM ist, aber auch außerhalb davon, von Fußball. Und das ist halt nun mal unsere offizielle Landesflagge, was auch immer. Und es ist halt nun mal ein grundlegende Art von Haltung, die Menschen eben haben. Und ich finde, per se spricht da auch nichts dagegen. Man kann das ja mit unterschiedlich, verschiedentlich mit Inhalten füllen, was dieser Patriotismus überhaupt bedeutet. Man kann ja auch einen Verfassungspatriotismus machen, nein, oder das, was ich eben aufgeklärter Patriotismus genannt habe, ist auch in der Forschung durchaus ein bekanntes Konzept. Und ich denke, was man nicht als vernünftig denkender Mensch machen kann, ist einfach den Rechtsradikalen die deutsche Flagge zu überlassen und die Landesfarben und dann so etwas machen wie, weil es gab ja diesen Stolzmonat, wo sie sich natürlich in den sozialen Medien gekleidet haben mit den Farben Schwarz-Rot-Gold der Landesflagge. Also Rechtsextreme, das sind einfach Nazis. Und sie haben natürlich versucht, diese Flagge für sich zu reklamieren. Und die Reaktion von vielen Linken war erst einmal davon überrascht zu sein. Das war völlig verrückt, weil die haben das nämlich vorher schon offen kommuniziert und offen vorbereitet, den Stolzmonat. Dass jeder, der das sehen wollte, der hat das sehen können, dass es das gab. Die haben darüber einfach offen geredet, die machen das immer noch. Ihr müsst euch einfach nur diese Accounts ansehen. Die schreiben ihre ganze Strategie auf Twitter und auf TikTok und alles. Das ist überhaupt kein Geheimnis, was Rechtsextreme machen. Die sagen das. Und wenn du sie fragst, dann erklären die dir das. Das ist der Teil, den ich wahrscheinlich am wenigsten verstehe, weil wenn ich jetzt nämlich ein Linker wäre, ne, oder ich bin ja ein Linker, aber wenn ich jetzt jemand wäre, der quasi so beruflich oder sehr stark engagiert eben Aufklärung mache über Rechtsextreme, weil ich mache das ja nur als Teilaspekt von dem, was ich so mache, also so nebenbei. Aber es gibt ja Leute, die machen das beruflich, es gibt Leute, die machen das als Hauptbeschäftigung. Ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht, weil es ist alles offen, es ist alles öffentlich, es ist di direkt da. Du kannst das, du siehst, was ihre Strategie ist. Du siehst, dass sie den Stolzmonat planen, weil sie das dir sagen, dir das auf die Nase binden, weil sie es hier in ihren Accounts alles miteinander öffentlich einsehbar austauschen. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hat das die Linke irgendwie gar nicht bemerkt oder so, sondern gar nicht richtig darauf reagiert und. Ist wirklich irgendwie verrückt. Ich glaube, die bleiben so quasi in ihrer Bubble oder so etwas. Und mit Rechten reden wir nicht. Ja, dann redet halt nicht mit ihnen, aber beobachtet doch zumindest, was sie machen und was sie planen, wenn ihr vorhabt, dagegen vorzugehen. Also zum Teil haben sie es aber auch wirklich gar nicht anders verdient, als dass sie diesen Erfolg eben haben mit ihrem Schwachsinn, weil sie einfach eine so schwache Opposition haben, dass es einen schon große Sorgen machen muss. Also, das ist eins dieser Projekte. Der inklusive Patriotismus ist einfach auch so die Verbindung des Patriotismus mit liberalen und aufgeklärten Werten. Und meine Aussage ist eben, dass alle Deutschen und darunter eben auch die Zugewanderten und die mit verschiedenen Hautfarben und mit verschiedenen sonst welchen Ausrichtungen, keine Ahnung, sexuellen Vorlieben, was weiß ich, dass alle Deutschen deutsch sind, so. Und alle Bürger, meine ich. Und manchmal nutze ich ja den Begriff Volk. Das kommt eigentlich von diesen 1948er Revolutionsliedern, weil sie damals einfach den Begriff Volk verwendet haben. Ich meine damit aber die Bevölkerung. Also ich meine damit die ganze Bevölkerung. Und ich mache das da auch transparent durch die Gestaltung der Teaserbilder, der Musik und auch durch die Inhalte wird das eigentlich, denke ich, auch klar. Also jemand, der nicht irgendwie so auf YouTube unterwegs ist, der müsste es eigentlich sehen. Naja, dazu komme ich dann noch. Und das nächste ist natürlich, der Aspekt ist kreative Entfaltung, weil das macht einfach Spaß. Natürlich auch dabei. Wie mache ich KI-Musik, also vor allem mit dem Tool Udio, was sehr, sehr beeindruckend ist und leistungsfähig ist?
Damit kann man jetzt keine vollständigen Songs oder so erzeugen, sondern nur so 30 Sekunden Clips. Das heißt, du musst einen Prompt, einen Eingabebefehl eingeben und dann legst du fest, welche Art von Musik das sein soll. In meinem Fall natürlich Punkrock und Metal von verschiedenen Arten. Du sagst sowas wie, okay, das soll eine weibliche Sängerin sein. Das ignoriert er dann leider meistens, aber wäre ganz nett. Oder du legst den Stil halt näher fest. Du kannst es auch so machen, dass du sagst, wovon der Song handeln soll. Und die KI schreibt den ganzen Song. Allerdings kann das mal gut und mal richtig schlecht sein. Also meine Erfahrung ist, dass es auf Englisch einige richtig großartige Songs selber geschrieben hat, wo ich kaum was dagegen eigentlich habe. Die sind einfach gut. Die sind keine große Kunst, ne? Aber sie sind schon gut. Aber auf Deutsch wiederum habe ich nicht so die Erfahrung gemacht. Die sind eigentlich grottig, würde ich sagen. Und die schreibe ich ja dann in der Regel auch selbst. Und natürlich auch, wenn man was Konkretes ausdrücken will, dann kann man das nicht die KI schreiben lassen. Weil die KI macht einfach, so wie die Bildbearbeitungs-KIs und alle anderen, die generativen KIs auch, die machen einfach im Grunde, was sie wollen. Die machen auf der Grundlage von deinem Eingabebefehl, was nur so eine vage Annäherung für die ist, die machen dann halt irgendwas damit und du hast keine Kontrolle darüber, was sie daraus machen. Deswegen sind diese KI-Tools hier auch für professionelle Musiker und ebenso für professionelle Texter und Künstler gar nicht sonderlich nützlich, weil irgendwie, ja, die erzeugen halt so eine Standard-Kunst, statistische Annäherung und du hast keine Kontrolle darüber. Also das bringt nicht wahnsinnig viel eigentlich. Aber ich verwende es ja mehr so als Hobby und mache das auch transparent, was das ist. Ich schreibe ja dazu, das ist KI. Und ich schreibe es übrigens an mehreren Stellen dazu, nämlich auf dem Teaserbild steht es, aber auch in der Beschreibung auf YouTube der Videos, die kein Mensch liest. Aber könnt ihr ja. Und in der Channel-Beschreibung steht es auch noch. Und trotzdem fragen mich die Leute in den Kommentaren, ist das KI erzeugt oder was? Ja. Ich meine, wir kommen jetzt in die Richtung von diesen Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln. Also irgendwann ist es mal gut und es steht wirklich an 1000 Stellen, dass es KI-Musik ist. Also diese KI, wie die anderen generativen KIs natürlich auch, die machen halt Fehler. Das ist insbesondere bei Texten ist das eigentlich, also wenn das jetzt faktische Texte sein sollen, sowas wie, keine Ahnung, Nachrichtenratgeber, das ist fatal. Und ich habe jetzt auch schon, gut, beruflich teste ich das sowieso ziemlich systematisch, aber auch privat nutze ich das und ich sehe halt, dass sie sich Quellen ausdenkt einfach. Und zum Beispiel in der Bing-Suche Copilot, die denkt sich einfach alle möglichen Informationen und Quellen aus, die auf nichts beruhen. Ich habe gefragt zum Beispiel zum Thema Nahostkonflikt, was sind die Umfragen unter der Bevölkerung von Gaza oder von Israel auch, wie denken die Leute? Der ganze Text war ausgedacht, da hat es eine Quelle dazu genannt und man konnte die Quelle anklicken, aber die hat was anderes ausgesagt, wie der Text von der KI eigentlich, was der gesagt hat. Also es passt gar nicht zusammen. Also wer sich darüber jetzt über irgendwas Faktisches informieren will, ja, also ehrlich gesagt ist naiv und hat keine Ahnung, weil das ist bekannt, dass die halluzinieren und zwar massiv und unvorhersehbar. Also selber schuld, wenn ihr völlig fehlinformiert werdet und das werdet ihr mit diesen generativen KIs. Also für den Zweck sind sie nichts, aber wir haben ja hier einen für völlig anderen Anwendungszweck. Wir haben als quasi so mehr oder weniger Hobby, wir haben einen kreativen Anwendungszweck, wo die Fakten halt nicht so stimmen müssen. Das Einzige, was dann stimmen muss, ist das, was ich vorgebe in Sachen Text und das stimmt auch in der Regel, wobei manchmal versemmelt das ebenfalls, aber ich kann das dann zurechtschneiden manuell. Also im Grunde muss dann nur der Songtext, den ich hier direkt eingebe, der muss dann natürlich auch gesungen werden. Ja, und tatsächlich auch da überspringt es manchmal Verse oder fügt welche ein oder macht irgendeinen Kauderwelsch und so. Das sind dann Dinge, da muss ich entweder neue 30-Sekunden-Clips erzeugen, die dann vielleicht stimmen, oder ich muss sie manuell bearbeiten. Ganz klassische Tonbearbeitung mache ich auch mit einer anderen Software, damit das alles zusammenpasst. Und um so einen Song zu erstellen, der wirklich was taugt, das dauert schon ein paar Stunden.
Das ist auch so ein Grund, warum ich mir irgendwie überlege, wie wirtschaftlich ist das eigentlich, wenn das jetzt ein Unternehmen machen würde? Mal jetzt im Vergleich dazu, wenn Sie einen Song lizenzieren, einfach Lizenz kaufen, oder Sie beauftragen jemanden, der das quasi drauf hat, auch das mit dem KI-Tool zu machen, dass er ein paar Stunden investiert, einen Song zu machen. Was kostet eigentlich mehr, was kostet weniger? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich nicht weiß, was die Lizenzierung von Songs kostet. Vielleicht hängt es davon ab, aber es ist so. Ja, ich meine, du hast dann andererseits, du hast dann auch einen fehlerfreien, richtig guten Song, wenn du ihn lizenzierst. Und KI ist immer ein Kompromiss. Ich finde das nicht offensichtlich wirtschaftlich besser. Ich finde das halt nur als Hobby, als Spaß für mich, finde ich das sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, die fertigen Songs, wenn ich damit fertig bin, die klingen schon sehr gut. Also ohne jetzt große Kunst zu sein, ohne jetzt vergleichbar zu sein mit dem, was eine echte Band macht, aber es ist schon also sehr toll und teilweise nahe dran, abgesehen von solchen Kompromissen wie, okay, der Dynamikumfang ist zum Beispiel geringer, also es ist alles mehr so eine Ebene und man kann es differenzieren von echter Musik, aber es ist auch etwas, teilweise müsste man da schon Profi sein, um das differenzieren zu können. Also ich kann halt selber Musik spielen, also Gitarre spielen, deswegen kann ich das auch, aber ich glaube, viele Laien werden das eigentlich nicht unterscheiden können. Und es klingt wirklich toll, also es klingt gut genug und für meine Zwecke super als Hobby und ich mache es sehr transparent und alles. Es sind gemeinfreie Texte oder Texte, die ich selber schreibe. Insofern finde ich eigentlich alles fein. Ich habe da jetzt bislang nicht sehen können, warum man mir da oder was man mir da vorwerfen könnte. Also in diesem Aspekt jedenfalls. Dann habe ich das mal erklärt und die Coverbilder, dazu habe ich vorhin ein paar gezeigt, zeige später noch ein paar mehr. Die erzeuge ich auch mit KI, die erzeuge ich mit Copilot, dem dort eingebauten DALL-E 3, der DALL-E 3 Version. Und genau, dazu kann ich noch ein paar Dinge sagen. Also. Also im Grunde KI, bis auf das, worauf es irgendwie hier ankommt. Das sind nämlich natürlich die Liedtexte. Und genau, das ist die Art und Weise, wie ich die mache. Komme ich jetzt zu der merkwürdigen Rezeption. Wir leben ja in einer sehr aufgeheizten, gespaltenen Gesellschaft. Politisch gespalten, das ist schon seit ein paar Jahren eigentlich so und hat sich dann weiter zugespitzt. Das ist wirklich sehr unangenehm und das ist natürlich für mich dann nochmal besonders unangenehm, weil ich ja eh so ein komischer, unorthodoxer, sehr eigenständig denkender Mensch bin, der eben gerade nicht zu irgendeiner Art von Gruppe von ideologisch gebundenen Menschen wirklich gehört. Sondern ich mache halt total mein eigenes Ding und habe meine total eigene Meinung. Und ich habe auch gar nicht so das soziale Umfeld, das mich überhaupt da groß beeinflussen würde. Also das ginge gar nicht. Insofern, da ist das für mich natürlich besonders schlecht, weil du wirst dann eben sehr leicht hier oder dort eingeordnet und du gehörst eigentlich dir selber, du gehörst nirgendwo hin. Du hast einfach deine völlig eigene Perspektive, die sehr unorthodox ist, aber die, ich werde noch erklären, auch welche das ist, bevor mir da jemand blöd kommt. Also, das hat sich dann so entwickelt. Ich habe ja zuerst auch viele Lieder des Vormärz und der 48er Revolution vertont. Von Georg Herwegh, ist einer meiner Lieblingsdichter der Zeit. Das waren diejenigen. Das waren radikale Demokraten, das waren ganz offensichtlich entweder Linke oder es waren radikale Liberale. In ihrer Zeit, das ist überhaupt kein Zweifel, ist vollkommen klar, historisch. Und sie haben versucht, eben die Demokratie einzuführen, die es damals noch nicht gab im 19. Jahrhundert. Da gab es Fürstentümer und es gab eben nicht die Demokratie und es gab auch eigentlich kein richtig vereinheitlichtes Deutschland. Das hat sich erst herausgebildet, dann auch bei den napoleonischen Kriegen im Konflikt mit anderen quasi dann. Und
Daher kommt dann auch der Nationalismus, der in dieser Zeit mitschwingt. Man muss das Ganze halt einfach mal historisch einordnen und ein bisschen sein Gehirn verwenden und seine Bildung. Also es ist der Nationalismus dieser Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, ist natürlich ein völlig anderer als der, den wir heute haben auf der Rechten. Das hat damit einfach nichts zu tun. Damals hatte man versucht, ein Deutschland erst einmal zu formen, was es noch gar nicht richtig gab. Und das irgendwie heranzubilden durch verschiedene, eine gemeinsame Kultur, die man erst einmal mehr oder weniger erfunden hat oder die man ausgegraben hat, aus dem, was man so vorfinden konnte. Und es war halt auch wichtig, um sich als. Man hat das auch in den anderen Ländern, man hat das auch in Frankreich zum Beispiel und in den USA, die auch erst die USA geworden sind. Dasselbe Phänomen eigentlich. Dieser Nationalismus hängt direkt zusammen mit demokratischen und liberalen Werten. Man wollte diese Nation gerade deshalb haben, um eben auch eine Art von Verwaltungseinheit zu haben, die demokratisch strukturiert ist, wo man ein Parlament hat, einen Rechtsstaat hat, einen liberalen Rechtsstaat. Und das im Gegensatz zu Adligen, die über bestimmte Regionen herrschen. So ungefähr kann man das zusammenfassen. Oder im Gegensatz zur Monarchie jetzt in Frankreich. Und damit hing der Nationalismus dieser Zeit eigentlich zusammen. Das meine ich, so eine Art von liberaler Nationalismus. Und deswegen irgendwie auch was anderes wie heute. Trotzdem natürlich konnte man auch den damaligen Nationalismus schon in mancher Hinsicht kritisieren. Also viele von denen waren auch Antisemiten und haben sich dann eben auch abgegrenzt. Das ist auch immer so eine Art von Abgrenzung. Wenn du da eine Nation hast, dann bist du eben nicht gewisse andere Dinge, dann bist du nicht andere Nationen oder willst sogar dann Leute, die eigentlich zur eigenen Nation gehören, eventuell nicht dabei haben. Das kann man alles auf jeden Fall auch damals schon kritisieren. Trotzdem muss man sagen, das ist halt nun mal einfach nicht dasselbe wie das, was danach kam. Das ist halt einfach ein anderes Phänomen. Und mein Konzept von diesem inklusiven Patriotismus hängt halt natürlich viel mehr mit diesen liberalen Ideen zusammen, die man damals hatte. Und nicht mit den heutigen, die einfach eine völlige Perversion sind. Also zuerst fanden dann einige rechte Leute diese Lieder gut. Die haben sich in den Kommentaren zum Teil gemeldet und oh toll, irgendwas mit deutscher Flagge drauf und Krieg. Oh Mann, ihr seid so dämlich. Also das waren natürlich die Revolutionäre dieser Zeit, die haben gegen die Reaktion gekämpft, gegen die Fürsten damals waren das, ja. Und sie haben natürlich also gegen Rechte gekämpft, und zwar in Form eines revolutionären Krieges, in Form von, sie haben diese Leute umgebracht. Und dann jetzt als Rechter anzukommen und sagen, oh geil, ja, deutsche Flagge und Soldaten und so. Wenn halt das Leute sind, die Leute wie dich umgebracht haben, dann bist du halt schon ein bisschen arg doof, ne? Das muss ich schon mal wirklich sagen, echt. Mal einfach eine völlige Leere vorherrscht, wo irgendeine Art von Bildung sein sollte. Weil das dient ihnen ja alleine zu identitären Zwecken. Also sie haben ja diese irgendwie Volkskörperidentität als Kollektiv. Und da fehlt ein bisschen das historische Verständnis dafür, was das überhaupt ist, was sie da vor sich sehen. Das sind halt irgendwelche Flaggen und diese Stolzmonat hatte ja auch diese Flaggen. Und irgendwie, das ist ja also außerdem die deutsche Landesflagge, die in allen möglichen anderen Kontexten vorkommt. Also manche Leute sind halt auch einfach doof, aber es hat mich jedenfalls trotzdem ziemlich gestört, dass die diese Lieder gut fanden. Und ich habe ja dann auch entsprechend dagegen gewirkt, indem ich diese diverseren Teaserbilder gemacht habe mit irgendwie unterschiedlich alten Leuten, unterschiedliche Hautfarben und so. Naja, gut, Rechte sind doof, ist andererseits auch nichts wirklich Neues. Aber natürlich auch manche Linke haben dann wiederum die Lieder für rechts gehalten, weil halt irgendwie deutsche Flagge drauf und Soldaten drauf. Auch wenn die E-Gitarre spielen, was ja eigentlich eher komisch ist, und auch wenn die Musik Punkrock ist, was absolut nicht rechts ist, aber hey, warum sich irritieren lassen mit den eigenen Vorurteilen?
Also, ja, mir geht es gerade nicht zuletzt darum, die Leute zu irritieren und sie zum Nachdenken zu bringen, mal. Ja, genau, also Nazis, neue Rechte, viele natürlich, die in der AfD sind, haben dann auf meine Lieder reagiert. Sie fanden, ich glaube, einige fanden natürlich diese Revolutionslieder gut, die davon handeln, wie toll es wäre, sie umzubringen. Aber hey, irgendwas mit deutscher Flagge und Soldaten drauf. Das muss ja recht sein. Und inzwischen machen sie es so, weil wenn ich jetzt No AfD, also was ja eigentlich gegen die AfD ist, als Hashtag verwende bei den Liedern, dann voten die das runter. Und zwar in Massen. Die haben da so richtig, die reagieren massenhaft darauf und voten das dann runter, damit der Einfluss von diesen Videos abnimmt. Und man muss klar sagen, die haben die Mehrheit, ne? Also Nazis auf YouTube, jedenfalls in meinem Channel, haben mehr Downvotes als Upvotes dafür. Und die können einfach Lieder, die ihnen ideologisch nicht passen, dann runtervoten. Und das hat dann wahrscheinlich die Folge, dass sie weniger sichtbar werden. Und die sind damit erfolgreich und man lässt es ihnen durchgehen. Und ich denke, das wird ihnen bei anderen Inhalten auch gelingen, weil die einfach so organisiert sind. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wie absolut völlig dämlich viele Linke heutzutage sind, dass sie nicht mitbekommen haben, dass der Stolzmonat organisiert wurde, obwohl sie das offen überall geschrieben haben und dass sie nichts dagegen getan haben. Und was sie dagegen getan haben, ist auf Demos die deutsche Flagge zu verbieten, weil die sind ja rechts und die haben ja diese deutsche Flagge quasi okkupiert. Obwohl das unsere Flagge ist, die Flagge unseres Landes, du kannst sie nicht verbieten. Das ist einfach völlig behämmert. Du kannst sie denn nicht den Rechtsradikalen überlassen. Aber das haben sie getan. Und das finde ich immer noch in höchstem Maße irritierend, auf diese Art und Weise auf Nazis zu reagieren. Ja, nehmt unsere Flagge. Ist ja nur unsere Landesflagge. Nehmt unsere Landesflagge für eure Scheiße. Wir überlassen sie euch einfach und wir assoziieren jetzt alles mit deutscher Flagge drauf, ist jetzt für uns rechts, ja, weil ihr den Stolzmonat gemacht habt. Also, ne, also, dass sie das versuchen, ist ja mal völlig klar. Aber dass man sie ihnen das durchgehen lässt, das treibt mich schier in den Wahnsinn. Ich kann es nicht fassen. Aber genauso ist das. Also. Was denke ich mir bei all diesen Dingen? Also wir haben ja natürlich Under the Banner of Truth, das ist eins meiner selbstglorifizierenden Videos. Nee, es ist eigentlich den Feuerbringer glorifizieren, der die Aufklärung repräsentiert. Das ist dann außerdem nochmal ein Online-Pseudonym, wie das alles zusammenhängt, wer weiß. Aber das sind sehr coole Lieder, die hat die KI übrigens selbst geschrieben. Die sind wirklich gut, also ganz erstaunlich. Der ewige Zauberschüler, der Schüler, da reflektiere ich ja darüber, wie J.K. Rowling jetzt auf Twitter diese transphoben Kommentare die ganze Zeit über abgibt. Und das ist inzwischen wirklich ganz eindeutig, ne? Also ganz klarer Fall. Am Anfang konnte man ja noch Zweifel haben, aber ja. Und natürlich, viele Leute, die irgendwie mit Harry Potter aufgewachsen sind, müssen sich damit irgendwie befassen, dass die Autorin irgendwie, ja, allem Anschein nach den Verstand verloren hat oder irgendwo ganz falsch abgebogen ist, wie man es halt interpretieren möchte. Aber jedenfalls, wie hängt die denn eigentlich zusammen mit diesem Werk? Ist das Werk eigentlich, ist die irgendwann abgedreht, war sie früher schon so? Hat das irgendeinen Einfluss auf das Werk schon damals gehabt? Denn das ist wirklich irgendwie belastend, weil eigentlich will man das so ruhen lassen oder so. Das ist einfach, ja. Naja, das richtet sie jetzt gerade an. Dann haben wir hier natürlich von Fallersleben, der Autor der Nationalhymne, der auch dieses Lied geschrieben hat. Und da in dem Tal der Guadalupe, und da wird sehr klar übrigens, die liberalen Werte, die ich hier angesprochen habe, die man damals vertreten hat. Und die Art von Gesellschaft, die sich die Revolutionäre gewünscht haben. Und dafür steht eben schon die deutsche Flagge ursprünglich.
für die Freie Republik, ganz klar. Also, das waren deren Farben und die besingen auch diese Farben und diese Flagge in ihren Liedern. Das war immer schon die Flagge von Freiheit, der Freien Republik, des liberalen Rechtsstaats und der Demokratie. Und es ist nicht die Flagge von irgendwelchen rechten Spinnern und irgendeinem völkischen Ideen oder so etwas. Und Georg Herberg, Der letzte Krieg, der bringt schon diesen Gedanken zum Ausdruck, dass man eine Art von in einem letzten revolutionären Krieg quasi die ganze Welt befreien kann und zu freien Demokratien umformen kann. Und ja, ist irgendwie eine ganz attraktive Idee. Und das reflektierte jedenfalls das, was ich gesagt habe darüber. Dann haben wir flehen nicht mehr dieses Pro-Israel-Lied. Das ist insbesondere etwas, was ich einfach aus der Perspektive geschrieben habe, wie ich sie mir vorstelle, von die viele Juden und viele Israelis gerade so einnehmen, weil ihr Land wurde eigentlich täglich mit Raketen beschossen. Ich meine, stellt euch mal vor, Österreich würde uns täglich mit Raketen beschießen. Wie lange würden wir das tolerieren? Also Israel hat das sehr, sehr lange toleriert. Das ist eigentlich erstaunlich. Und auch ständige Terroranschläge gab es vorher übrigens auch schon vor dem 7. Oktober. Also auch ähnlich vergleichbare Brutalität, nur nicht numerisch in dem Ausmaß mit so vielen Entführten und so vielen Opfern. Also das ist halt die neue Dimension. Aber prinzipiell gab es solche Terroranschläge vorher schon. Und sie haben das eigentlich ziemlich lange toleriert und jetzt haben sie sich dagegen einmal gewehrt. Und klar, ich sehe schon die andere Seite auch. Insbesondere finde ich das Verhalten der radikalen Siedler völlig inakzeptabel. Auch im Westjordanland insbesondere, das würde ich schon sagen. Ich finde auch natürlich die Kriegsverbrechen, die manche Soldaten verüben, inakzeptabel. Das ist auch klar. Aber in der Gesamtheit betrachtet, stehe ich halt eindeutig auf der Seite Israels. Und ich denke, es ist so ein Konflikt, wo man mal, insofern man sich dafür interessiert und da mal eine Position ergreifen möchte, dann wird man, denke ich, eine Entscheidung irgendwo mal treffen müssen und sagen, weil die Position, ja, aber ja, beide Seiten begehen irgendwelche Verbrechen oder so, das ist wirklich, wenn man da tiefer einsteigt, wird man nicht an der Stelle herauskommen. Das sind sehr oberflächliche Betrachtungen. Und das ist einfach nicht dort, wo man da enden wird, wenn man sich mal tiefergehend damit befasst, denke ich. Man wird eigentlich wahrscheinlich auf der Seite Israel stehen, wenn man kein Antisemit ist. Muss ich mal klar so sagen. Dann haben wir hier das Lied der Weißen Rose, was im Grunde Sophie Scholls Lieblingslied einfach war, das ich als Punkrock vertont habe. Ich denke, ich habe das eigentlich sehr gut vertont. Also das ist, finde ich, ziemlich gelungen. Einer von diesen AfD-Spendern hat das auch runtergevotet, also das ist meine Vermutung, ne, weil es sind die organisierten Rechtsextremen, die alles downvoten, wo nur AfD dran steht und sogar das Sophie Scholl-Lied, aber da weißt du auch gleich, was das für Leute sind und da habe ich inzwischen überhaupt keine Zweifel mehr. Das letzte Wort finde ich so seltsam, ja, und auch diese Schulklasse hat sich das einmal angehört, weil es ja auch sehr pro Demokratie ist und alles. Und meinte, das passt irgendwie, da passt die Musik nicht so recht zu dem Text. Und muss ich sagen, verstehe ich eigentlich nicht, aber ich meine, ist auch so die Meinung unbenommen. Kann man so sehen und viele sehen das offenbar so, weil das ja auch keine großen Upvotes hat oder irgendwas. Aber meine Wahrnehmung ist, das ist ein tolles Lied und das passt schon gut genug zusammen. Und insofern verstehe ich es einfach nicht, aber es ist auch okay, das anders zu sehen, weil es einfach subjektiv ist, glaube ich. Und wenn es nicht subjektiv ist und man kann das irgendwie objektiv begründen, dann habe ich die Begründung noch nicht gehört. Aber das kann natürlich auch sein. Ja, ihr habt Deutschland verraten. Ist eigentlich gar nicht klar, wer damit gemeint ist in dem Text. Ich mache dieses No-AfD-Hashtag an alle Lieder, die man potenziell quasi missverstehen kann, wo die deutschen Flaggen dran sind. Ne? Das steht überall nur AfD dran. Aber irgendwie scheinen die Leute das zu erraten oder das zu interpretieren, wer da ihrer Meinung nach gemeint ist. Drücken wir es so aus.
Und ich habe natürlich auch andere dieser Lieder mit den deutschen Flaggen. Und das sind einfach in der Regel entweder 1848er Revolutionslieder, die aus der Zeit stammen, oder es sind welche, die ich selber geschrieben habe, im selben Stil. Übrigens eine Band, die das heute noch macht, ist OHL, Oberste Heeresleitung. Die machen eigentlich eins zu eins diese Art von, vom Spirit her, diese Art von Revolutionslieder von damals, nur irgendwie mit aktuellen Themen. Also wenn euch das interessiert. Und ja, ich habe hier, wie ihr seht, versucht, dass diese Assoziation oder mit diesen Rechtsextremen, dass sie sich die Flagge besorgen und sie überall draufkleben, das erlösen und zu konterkarieren, dadurch, dass ich hier eben diverse Leute, also auch eine schwarze Frau, kurz gesagt, hier auf die Bilder drauf habe. Oder auch ältere Menschen und alle möglichen Leute. Damit man das nicht verwechselt, aber ja. Kürzlich hat trotzdem jemand unter eins unserer meiner Lieder geschrieben. Ja, der Zug nach, was weiß ich, war das, Iran, Russland und so weiter, fährt bald ab, kannst du drauf mitfahren? Ja, tut mir leid, also lest doch mal zumindest die Songbeschreibung. Schaut euch mal ein paar andere Inhalte des Channels an. Schaut euch mal die Beschreibung des Channels an. Macht irgendeine Art von Minimalrecherche, bevor ihr so eine krasse Scheiße jemanden in einem Kommentar reinschreibt. Das ist halt echt nur noch eine sinnlose Beleidigung. Genau. Also das ist die Art von Sache, die ich hier auf meinem Channel gerade mache. Und Vorträge wird es dann aber auch wieder geben. Und das fasziniert mich jetzt gerade und ist ein tolles neues, tolle neue Möglichkeit, mich auszudrücken. Ach ja, übrigens, das wollte ich noch ergänzen. Ich mache ja auch diese YouTube Shorts. Das sind ganz kurze Clips mit Auszügen aus den Songs. Davon werden dann vielleicht so 9 Sekunden angehört, aber das reicht den Leuten offenbar, um sie abzuvoten. Diejenigen mit nur AfD drin haben trotzdem noch mehr Downvotes, weil organisierte Rechtsextreme vielleicht einfach mal irgendwann aufwachen, in welchem Land wir inzwischen eigentlich leben und wie gut die organisiert sind. Also mir ist das ja schon seit einer Weile klar, aber ich kann das einfach mal beobachten und darauf reagieren. Ja, zum Beispiel durch Upvotes, indem man mal die Beschreibung liest, bevor man es downvotet oder irgend sowas. Also, was ist überhaupt meine politische Haltung? Ja, ein bisschen exzentrisch ist es, aber ich kann das eigentlich auch durchaus erklären. Ich bin natürlich für die freie Demokratische Republik, was unser System ist im Kern. Ne? Du kannst es natürlich immer hier und da mal verbessern, aber eigentlich gibt es keine, sehe ich gar keine große Verbesserungsmöglichkeit. Ich lehne auch die Basisdemokratie vollkommen ab. Das ist eine wirklich schlechte Idee. Das ist etwas, wo die Populisten dann die Macht ergreifen können und dann verwandeln sie das in eine Diktatur. Nur, ich finde die repräsentative Demokratie gut. Ich finde den Rechtsstaat gut. Das sind alles Dinge, die ziemlich komplex sind, die über einen längeren Zeitraum sich sehr kluge Leute ja, ausdenken mussten, die sich auch entwickelt haben. Die sich auch demokratisch entwickelt haben. Natürlich in Deutschland quasi, ja, nach der Niederschlagung der Nazis wieder etabliert. Vorher gab es aber schon die Weimarer Republik und vor der Weimarer Republik gab es das, worüber ich ja jetzt meine Lieder mache, die 48er Revolution, die aber natürlich niedergeschlagen wurde. Deshalb gab es ja erst in Weimar dann Demokratie. Ja, ich bin dafür und zwar sehr entschlossen. Vielleicht ungewöhnlich entschlossen und vielleicht ist das dann schon wieder komisch für manche. Aber eigentlich ist es ja gut. Und politisch gesehen, wenn man es jetzt im Detail, wenn man die Lupe noch verwendet, bin ich eigentlich eher linksliberal. Das heißt, ich bin auch für einen starken Sozialstaat, der sogar noch mal stärker ist als der, den wir jetzt haben und noch für noch mehr Umverteilung. Aber insbesondere dann schon von den, also ich rede hier nicht von irgendwie dem Mittelklasseunternehmen, weil immer wenn ich das sage, dann sind die sofort beleidigt. Denkst du, was das Unternehmen, was ich mir hier aufgebaut habe mit meinen eigenen Händen und großer Arbeit, ich glaube es ja alles und ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch. Aber darum geht es mir einfach überhaupt nicht. Es geht nämlich um Multimilliardäre, die einfach nur ihr Geld angelegt haben und
dadurch jetzt eine unfassbare Machtfülle auch erreicht haben. Und es geht auch ein bisschen um ganz, ganz große Unternehmen, die einfach so viel Macht haben und so unabhängig geworden sind von staatlicher Kontrolle. Das sehe ich einfach als Problem an. Ich denke, das sehen ja viele Leute als Problem an. Das muss man einfach nur mal sich drüber informieren. Also um diese Dinge geht es eigentlich dann eher, wenn es jetzt um die Umverteilung geht. Und es geht auch um nicht darum, dass du einfach faul auf der Hängematte leben kannst, liegen kannst, sondern diejenigen, die halt wirklich nicht arbeiten können. Und ich denke, viele Dinge werden hier gerne oft übersehen. Also auch gerade, dass viele Menschen, die lange Zeit arbeitslos sind, dass die auch psychische Probleme haben. Und dass sie teilweise eigentlich geistige Behinderungen haben, ehrlich gesagt. Also das soll jetzt keine Beleidigung sein, sondern zum Beispiel gibt es viele Leute, die schwächere Formen haben von Autismus, die eigentlich, die bekommen jetzt kein Geld vom Staat oder so, die müssen sich eine Arbeit suchen, haben damit aber größere Probleme eben aufgrund dessen. Und die fallen da so ein bisschen durch oder sowas. Also es gibt dann, oder zum Beispiel Transpersonen, die diskriminiert werden. Teilweise immer noch Homosexuelle, die diskriminiert werden. Muss ja nicht vollkommen bescheuert sein, irgendwelche Leute zu diskriminieren. Also es ist auch sehr unwirtschaftlich, das zu machen. Aber es passiert natürlich. Und das sind alles solche Effekte, die man gerne übersieht hier. Also klar, es gibt auch Leute, die das einfach durchkalkulieren, knüppelhart und denken, Rohbürgergeld bringt mir mehr. Das haben sie aber nicht zu Ende gedacht, weil wenn du nämlich alleine schon eine Weile lang einfach arbeitest und dann meinetwegen auch unter Bürgergeldniveau und dann kannst du dich aber sehr schnell steigern und verdienst dann deutlich mehr als Bürgergeldniveau. Also ich würde die Kalkulation mal zu Ende denken, wenn du die wirklich hast. Aber es werden viele Dinge übersehen. Ich bin für einen starken Sozialstaat grundsätzlich, ohne dumm zu sein und wie völlig naiv zu sein, denke ich. Ich bin auch für die Inklusion, eben für die Gleichstellung von Frauen und von LGBT, Q+ und so weiter. Also das habe ich nur nicht hingeschrieben, das ist nur eine Abkürzung quasi dafür. Für alle eben und für Klima und Umweltschutz bin ich auch also eigentlich total diese linksgrün versiffte Hippie-Person. Nur, dass ich außenpolitisch einfach ein totaler Falke bin. Also jemand, der auch für militärische Interventionen ist, der für ein ganz entschlossenes Vorgehen gegen Diktaturen ist. Ich hätte auch die Invasion im Irak unterstützt und in Afghanistan und einfach überall drauf auf die ganzen Tyrannen, Diktatoren, Terroristen einfach Bomben drauf werfen. Weil das ist die einzige Sprache, die die verstehen. Und jetzt sind, und das fanden die Leute natürlich lange Zeit eine ziemlich komische Haltung. Aber jetzt so allmählich, wenn sie sich Putin anschauen, insbesondere Chinas Drohungen gegenüber Taiwan und viele andere diese Dinge, die Art wie Nordkorea hier überall mitmischt und die mit Waffen unterstützt, da wachen sie allmählich doch einmal auf. Also es hat wirklich lange gedauert und es hat wirklich viele Schrottkommentare in meine Richtung in der Vergangenheit gegeben. Aber sehr zu allmählich wachen die Leute auf und merken, okay, naja, Putin kannst du eigentlich nicht wirklich jetzt mit ihm verhandeln oder wenn er verhandeln will, dann will er das nur um seine Armee wieder aufzurüsten, wie jetzt gerade. Also, das ist natürlich reine Strategie von ihm. Er will einfach nur Zeit gewinnen, um seine Ressourcen wieder herzustellen für eine Fortführung seiner verschiedenen kriegerischen Ansprüche, Gebietsansprüche. Da darf man einfach nicht naiv sein. So allmählich werden die Deutschen ein bisschen weniger naiv, nachdem sie mich lange dumm angemacht haben für meine Nicht-Naivität. Und ja, ich war eigentlich schon, bin schon ziemlich lange Falke, war von der Pro-War-Left und das war eine britische Teil der Linken, die die Invasion im Irak unterstützt hat. Und natürlich das Argument dagegen ist ja dann auch, okay, aber das hat ja den IS, den Islamischen Staat, dann auch irgendwie gestärkt oder so etwas. War trotzdem nicht falsch. Ich meine, Saddam Hussein hatte alleine schon, alleine, es braucht nur einen winzigen Kriegsgrund, dass er George Bush Senior einen Anschlag auf ihn durchgeführt hat, als er zu Besuch war. Also, das reicht vollkommen als Kriegsgrund, dass du den Präsidenten, einen Anschlag auf den Präsidenten von einem anderen Land machst, vollkommen ausreichend. Aber Saddam Hussein hat tausend andere Gründe geliefert. Also, der musste einfach weg.
Und das denkst, Leute, die sich tiefer damit befasst haben, sehen das eigentlich oft so, muss man sagen. Ne? Was dann oft kritisiert wird, ist eigentlich eher, was danach gemacht wurde. Und das kann man natürlich kritisieren. Man hatte keinen richtigen Plan und die Aufbaubemühungen wurden dann auch wieder zunichte gemacht. Und Irak funktioniert auch immer noch nicht richtig als Nation. Und das sind dann eher die Dinge, kann man natürlich kritisieren. Kann auch vieles daran kritisieren. Aber dass Saddam Hussein weg musste, ist, denke ich, irgendwo durchaus gerechtfertigt. Und genauso Taliban und Al-Qaida und all diese Gruppierungen, jetzt sind sie natürlich wieder da. Aber sie sind ja aus dem Grund wieder da, weil man sie einfach gelassen hat. Wie immer, man ist ja abgezogen, die Amerikaner, und jetzt sind irgendwelche Terroristen in Afghanistan an der Regierung. Tja, dann zieh halt nicht ab und dann besiege sie erstmal und mach erstmal solide Struktur, um das zu verhindern. Also, ja, meine Toleranz gegenüber diesen Gestalten, Diktatoren ist einfach bei genau null und ich würde absolut militärisch gegen sie vorgehen. Und ich finde militärisches Vorgehen auch sinnvoller als Sanktionen. Und ich denke, das richtet eigentlich auf Dauer, wenn du es richtig als in ganz großen betrachtest, über einen längeren Zeitraum, was richtet weniger Schaden an, dann können militärische Interventionen weniger Schaden anrichten als irgendwelche halbseidenen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum und die Diktatoren können derweil ihr Volk ermorden und sie können derweil andere Nationen überfallen und immer mehr Krieger anzetteln. Man lässt sie halt und lässt sie halt und lässt sie halt und dann sterben die ganze Zeit über Leute und wenn du einfach einen entschiedenen Schlag machst und dann sind sie nicht mehr dazu in der Lage. Damit will ich nicht sagen, dass man jetzt Russland angreifen soll. Also das war nur meine ganz allgemeine Position. Aber ich denke nicht, dass das im Moment so ratsam wäre. Ich denke, es wäre sehr ratsam, die Ukraine ganz entschlossen zu unterstützen, militärisch und auf andere Weise. Und Russland hier wirklich militärisch auf diese Art und Weise, nicht durch direkten Angriff, das wäre völlig verrückt, zu besiegen. Also ja, meine ganz allgemeine Haltung ist eben, dass ich eben der Falke bin. Aber es das heißt nicht, dass ich konkret der Meinung bin, dass man diese oder jene Diktatur jetzt im Moment direkt angreifen sollte. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Trotzdem, diese Kombination natürlich, ne? Weil du hast hier etwas, dieses Falke wird eigentlich normalerweise irgendwo rechts eingeordnet. Aber meine ganzen anderen Positionen sind eigentlich linksliberal, irgendwie so ziemlich alles andere. Und, oder der Grünen zum Teil auch. Und das passt natürlich dann für viele nicht zusammen und dann sind sie irgendwie verwirrt oder sowas. Aber ich finde, das ist eigentlich eine konsistente Position, die eigentlich die 48er Revolutionäre haben nicht so ähnlich gedacht wie ich, nur halt jetzt quasi modernisiert das Ganze. Das sind die Einflüsse der Frauenbewegung und anderer Befreiungsbewegungen noch mit drin in meinem Denken. Aber vom Prinzip her ist das eigentlich dasselbe und die waren keine Leute, die davor zurückgeschreckt wären, militärisch gegen Tyrannen vorzugehen. Und ich führe einfach diese Tradition weiter. Und es gibt natürlich nicht viele, die das machen, aber ich finde es sinnvoll. So, das ist meine Position.